Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es für euch meinen Lesemonat Mai. Und ich habe in dem Monat Mai quasi 4 Bücher gelesen. Eins davon war ein Hörbuch und 3 Bücher habe ich gelesen. Und dann würde ich sagen, ich schnack gar nicht lange und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Direkt sagen, ich fange einfach mit dem Hörbuch an und erzähle euch davon als erstes. Und zwar habe ich Getraut von Susanne Fröhlich gehört. Das ist jetzt ja der aktuell letzte Teil ihrer Reihe. Und ich hatte euch da jetzt in den oder schon öfter mal von erzählt und gerade auch den Monat davor, weil da hatte ich ja die ganzen Bücher davor gehört. Und ich erzähle euch aber trotzdem noch einmal kurz, um was es geht. Und zwar geht es in der Reihe um Andrea Schmid und ihr Leben einfach. Es fängt damit an quasi, dass sie schwanger wird und das erste Baby bekommt. Und dann kriegt man so ihr ganzes Leben mit. Die Entwicklung ihrer Kinder, ihres Mannes, Freunden, Schwiegereltern, eigenen Eltern und so weiter und so fort. Und das alles verpackt in einer super lustigen Geschichte. Also Susanne Fröhlich schreibt einfach so witzig. Ist einfach so ehrlich und so, ja, einfach genauso ist das Leben irgendwie. Und da muss ich halt immer total lachen und finde das richtig gut. Weil, ja, man einfach so denkt, ja, genau. So ist es wirklich. Das könnte mir auch passieren. Ne? Und es ist einfach so herzerwärmend. Es macht total viel Spaß, es zu lesen. Ich fand die Geschichten alle total super und sie machen mir gute Laune. Und es ist sowas, was man zwischendurch einfach mal kurz lesen kann und was dann irgendwie so die Laune hebt. Ja, finde ich richtig, richtig gut. Genau, und das war schon das einzige Hörbuch, was ich gehört habe. Und wir fangen jetzt direkt mit den gelesenen Büchern an. Als erstes habe ich hier Der Tod der Mrs. Westaway von Ruth Ware gelesen. Und da geht es um, wie heißt sie noch, Hell. Hell ist relativ arm, macht einen Job als Hellseherin oder Kartenlegerin sozusagen. Tarotkarten legt sie. Und sie ist, ich glaube, Anfang 20 oder gerade mal 20, relativ jung auf jeden Fall noch. Und eines Tages bekommt sie einen Brief von einem Anwalt, der ihr mitteilt, dass sie ein Vermögen geerbt hat von ihrer Großmutter, die auch genauso heißt wie ihre Großmutter, aber eigentlich gar nicht ihre Großmutter sein kann, weil ihre Großmutter ist tot. Sie ist sehr verwirrt und weiß jetzt nicht, was sie davon halten soll, möchte aber den ganzen Nacht gehen und fährt dann dorthin. Und dort deckt sie eben Geheimnisse auf, die vielleicht nicht ans Licht kommen hätten sollen oder es ist auf jeden Fall etwas gefährlich und ja, total spannend. Also mir hat die Geschichte richtig gut gefallen. Ich mag Ruths Schreibstil ja einfach total gerne. Ich finde ihre Bücher super und deswegen hatte ich mir ja auch vorgenommen, von ihr alle Bücher zu lesen und habe ja auch jetzt mittlerweile, glaube ich, alle hier. Ja, ich glaube alle. Ja, doch. Und aber noch nicht alle gelesen. Finde es aber echt richtig cool bisher und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und kann ich nur empfehlen, wer Bock hat auf Thriller. Ruth Ware ist eine sehr gute Thriller, dieses Wort immer bei mir, Thriller-Autorin, so. Als nächstes habe ich von Dustin Tau Bleib bei mir, Sam gelesen und die Geschichte war auch irgendwie mal was anderes, total süß. Also es geht um, wie heißen die beiden jetzt schon wieder? Julie und Sam, genau. Sie ist 17, er glaube ich auch so in dem Alter. Die sind ein Paar und ja, sie haben eigentlich alles soweit geplant, auch ihre Zukunft nach der Highschool und so weiter und so fort, wollen zusammen nach Japan. Naja, und dann stirbt Sam. Und Julie ist natürlich am Boden zerstört, kommt gar nicht damit klar, geht nicht zur Beerdigung, versucht alles zu verbrennen von ihm, versucht ihn einfach zu vergessen. Sie kommt damit nicht zurecht. Und dann entdeckt sie eines Tages eine Notiz im Jahrbuch, die irgendwie alles nochmal richtig aufwirbelt, also eine Notiz von ihm. Und aus Verzweiflung ruft sie seine Handynummer an und er hebt dann ab. Ja, mehr sage ich dazu nicht zum Inhalt der Geschichte. Es ist einfach so spannend geschrieben, aber auch so,
Es ist halt eher für Jüngere, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also eher für die jüngeren Generationen. Also ich empfinde das halt meistens aber so, wenn ich eben Geschichten lese, wo die Protagonisten so jung sind, wie hier 17. Aber trotzdem hat einen die Geschichte irgendwie auch so fasziniert. Es war nun mal eben nicht rational so, wenn ich das jetzt irgendwie so sagen kann, weil es geht nun mal um einen Toten, mit dem sie telefoniert. Aber man lernt schon einiges dabei und vor allen Dingen sie ja, denkt auch nochmal anders, nachdem sie viel mit ihm telefoniert hat. Und irgendwie, ich fand es halt einfach schön. Ich fand es irgendwie schön geschrieben. Ich habe es relativ schnell durchgelesen. Fand die Geschichte einfach nur niedlich. Und ja. Genau. Mehr habe ich eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Es war einfach süß. Es war wirklich ein super süßes Buch. Und ja. Sehr schön. Und aber auch traurig. Das muss ich immer dazu sagen, ne? Also kann man auch mal weinen. Genau. Und als letztes habe ich Das Schmetterlingszimmer von Lucinda Riley gelesen. Und ich gucke immer nach den Namen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich immer raufluscher, wenn ich euch denn von den Büchern berichte. Aber ich merke mir die Namen einfach nie. Genau, Posey genau, lebt in einem Haus, also in dem Haus. Admiral House heißt das. Und es ist ein sehr großes Haus und sie lebt da ganz alleine. Und ja, überlegt halt dieses Haus, steht das überhaupt drauf? Darf ich das überhaupt sagen? Nee, erzähle ich nicht. Auf jeden Fall taucht ein alter Freund auf. Plötzlich eines Tages, sie ist halt auch schon älter, ich glaube über 70 oder so. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Und dann taucht ein alter Freund von ihr auf, und den sie eben 50 Jahre nicht gesehen hat. Und der bricht so die ganzen Erinnerungen, also lässt die Erinnerungen wieder hochkommen aus ihrer Vergangenheit, was damals alles passiert ist. Und die erleben wir dann natürlich mit in dem Buch. Und er hat mir wirklich gut gefallen. War eine süße Geschichte, war interessant, auch in der Vergangenheit. Ich liebe das ja immer, dass sie in den Vergangenheitsformen schreibt, weil das finde ich irgendwie immer am interessantesten. Und ja, auch die Geschichten drumherum, um ihre Familie und deren Beziehung und so weiter, haben mich sehr mitgenommen. Und es sind halt auch Inhalte teilweise, die wirklich heftig sind, auch emotional, und reißen einen auch mit und nehmen einen auch mit. Teilweise Schicksalsschläge, aber das ist oft so in ihren Büchern und ich finde das auch immer gut. Also ich lese das gerne, das ist einfach spannend. Also man denkt das immer gar nicht so. Also ich glaube, ich wäre auch nie auf Lucinda Riley aufmerksam geworden, allein schon wegen der Aufmachung der Bücher. Das sind halt alles so Bücher, die ich wahrscheinlich, zu denen ich einfach nie gegriffen hätte vom Cover her. Nur dadurch, dass ich eben bei anderen Bookstagrammern immer über die Sieben-Schwestern-Reihe das gesehen habe, dachte ich irgendwann, ja gut, dann lese ich das mal, wenn das so toll sein soll. Und so bin ich ja erst auf Lucinda aufmerksam geworden und lese halt mittlerweile alle Bücher von ihr und finde es echt immer sehr gut und sehr schön geschrieben. Deswegen kann ich das auch immer nur empfehlen, euch die Bücher der Autorin zu holen. Und das war's dann auch schon wieder. Das waren alle Bücher, die ich gelesen bzw. gehört habe. Und ja, im Mai hatte ich ja auch noch nicht so viel Zeit. Das hatte ich ja schon im letzten Lesemonat erwähnt, dass ich da auch nicht so viel zu kam, obwohl vier Bücher dafür eigentlich noch ganz gut sind, finde ich. Ja, genau. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Büchern haltet, ob ihr die schon gelesen habt oder noch lesen möchtet. Schreibt mir auch gerne, was ihr im Monat Mai gelesen habt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen super, super schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!